Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Fidelia und wir spielen weiter The Curse of Monkey Island. Und wir können ja jetzt mal mit... Was haben wir denn hier unten? Ohne Flasche. Die nehmen wir uns erstmal. Was haben wir überhaupt noch im Inventar? Das haben wir ja jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr gebraucht und es ist offensichtlich auch einiges leerer geworden. Also wir haben immer noch den Heliumballon, die Piratenliteratur, den Skelettarm. Oh, von ganz von Anfang. Ein Beutel mit Spielgeld, die Nadel, die Kuchenform, die Enzyklopädie, die wir in der Schlange gefunden haben, die Schere, den Zauberstab, den Kleister, dieser eklige Keks, oh, den Goldzahn haben wir auch noch und die eklige Karte, die wir vom Rücken gepellt haben. Und jetzt haben wir eine Flasche. Die wir uns mal angucken. Es ist eine Flasche Captain Nix Rasierseife mit einem Korken drauf. Sie muss aus dem Vorrat des Friseurs gefallen sein, als das Schiff zerschellte. Ah, okay. Ja, wenn die meutern, können wir das ruhig behalten. Können wir die aufmachen oder so? Ich kann den Korken nicht mit der Hand herausziehen. Können wir den abbeißen? Kinder nicht nachmachen. Ich habe gelernt, man soll das nicht mit Zähnen abmachen. Aber jetzt haben wir einen Korken. Yay, toll. Und eine Rasierseife. Können wir die jetzt benutzen? Brauche ich nicht. Ich habe mich letzte Woche rasiert. Ja. Okay, und was haben wir da? Oh, eine glitschige, fettige Handlotion. Aha. Es ist eine Flasche wohltuender Handlotion. Können wir die mitnehmen? Das lässt du am besten. Diese Handlotion ist für die raue, trockene Haut, wenn man am Schiff gearbeitet hat. Ach so, nicht für mich. Okay. Ja, also mit den beiden können wir ja hier offensichtlich nicht reden. Und wir haben auch hier keinen Blick auf das Schiff. Das Einzige, was wir machen können, ist Haggis ansprechen oder angucken und diese glitschige, fettige Handcreme. Ach, guck mal, Seewasser haben wir auch noch. Können wir das irgendwo reinpacken? In die Kuchenform. Ich habe keine Ahnung. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Na, da passt auch ein bisschen Wasser rein, aber nicht viel. Okay, wir reden mit Haggis. Haggis? Hi. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Meine Güte, das ist eine große Flasche Lotion, die ihr da habt. Das ist richtig. Und wage nicht einmal daran zu denken, sie zu stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Siehst du, das Zimmermannshandwerk kann und wird in diesem tropischen Klima die Haut vorzeitig altern lassen. Dies ist nur eine der vielen Härten, denen ein Pirat in diesen barbarischen Zeiten täglich gegenübersteht. Ei, und wenn wir Piraten keine Handcreme an Bord mitgeführt hätten, hätten wir uns vielleicht zu Tode gekratzt. Wow, wenn ich ein Geschichtsreferat über Piraten schreiben und diesen Punkt mit einbringen würde, bekäme ich glatt eine 1+. Wir sprechen über eine sichere 1+. Und durch diese 1+ könntest du an der Universität deiner Wahl zugelassen werden. Denk darüber nach. Die metrosexuellen Piraten der Karibik. Okay. Besteht denn keine Möglichkeit, auch nur einen Tropfen Lotion zu bekommen? Nun, vielleicht können wir einen Handel machen. Du siehst, wir müssen das Schiff reparieren. Sie ist undicht wie ein Sieb. Und aus einem unbekannten Grund sind die Schiffsvorräte an Teer erschöpft. Wie die vorherige Mannschaft ohne Teer an Bord die Segel setzen konnte, kann ich nicht nachvollziehen. Aber Fakt ist, solange wir kein Teer oder Ähnliches bekommen, sind wir dazu verdammt, auf dieser Insel zu bleiben. Ei, ich gebe dir die ganze verflixte Flasche Lotion. Wenn du etwas findest, womit ich das Schiff wieder zusammenflicken kann, sodass wir nach Hause können. Okay, also wir brauchen Teer oder was Teer-Ähnliches. Ja genau, das wird er hier nur nochmal erwähnen, denke ich. Wie sieht's aus mit den Reparaturen? Nun, Jungchen, die Dinge könnten schlechter laufen. Es gibt viele Baumstämme auf dieser Insel, sodass wir alle großen Löcher im Rumpf reparieren können. Wir werden auch ein Tanzparkett aus hartem Holz auf dem Lido-Deck hinzufügen. Nett. Ei, da gibt es etwas, das uns schon eine ganze Weile beschäftigt. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Die See hasst Deserteure und sie verschlingt sie. Nee, Jungchen. Die See hasst telefonierende Winkeladvokaten, die während der Essenszeiten anrufen. Es sind die Alten, die ein Deserteur hasst. Ah, Mist. Ich bring die beiden Sachen immer durcheinander. Ja, nee, ist klar. Meuterei ist ein großer Schritt.
Meuterei ist ein großer Schritt. Seid ihr sicher, dass ihr es nicht nochmal überdenken wollt? Ei, Jungchen, wir sind alle einer Meinung. Wir spüren lieber den Sprühnebel von Haarspray als den des Ozeans in unseren Gesichtern. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr keine Piraten mehr sein möchtet? Seid ihr sicher, dass ihr keine Piraten mehr sein möchtet? Ei, wir sind sicher. Wir alle würden lieber Haare als Kehlen schneiden. Nun, bis auf Bill. Natürlich. Schließt euch mir an, oder ich töte euch alle. Schließt euch mir an, oder ich töte euch alle. Natürlich wirst du, mein Jung. Nebenbei, hast du noch irgendein Band, Jungchen? Wir sind dabei, das Hauptsegel zu befestigen. Nein. Das ist eine Schande. Ich glaube, da müssen wir Nägel benutzen. Ach, wie süß. Okay, ja, komm, ich lass euch wieder an die Arbeit. Ich lass dich wieder an die Arbeit. Ja, also, ja, da haben wir wohl keine Chance, die zu überreden, doch weiterhin unsere Untergebenen zu sein. Und hier hätten wir Blood Island. Da haben wir mehrere Sachen, die wir uns angucken können. Einmal hier, Fragezeichen. Ich weiß nicht, ob das hier zusammenhängt, das kann ich nicht so genau sagen. Fragezeichen und seltsame Lichter und ein Vulkan, den wir aber nicht besuchen können. Okay, wir fangen einfach mal an mit dem ersten, was hier auftaucht, und das wäre das hier. Und da sieht man die Haie. An dem Schiffswrack. Da sind sie. Da! So, Guybrush, was haben wir denn hier? Elaine sieht aus, als ob sie in Ordnung wäre. Halte durch, Schatz! Ich werde dich da herausholen! Ich weiß nicht, ob sie es hört. Aber wie man sieht, da sind die Haie und die verfolgen uns immer noch. Okay, Elaine, ja, können wir denn irgendwas machen? Ihr den verfluchten Diamantring zum Beispiel abnehmen? Dieser Ring sitzt wirklich fest an ihrem Finger. Ich glaube, wir brauchen Lotion, um diesen Ring abzubekommen. Wo wir die wohl herkriegen? Okay, Elaine. Es sieht nicht so aus, als sei sie verletzt. Nun, abgesehen von der von einem Piratenfluch zu Gold verwandelt Geschichte. Können wir die denn nicht hier irgendwie verstecken oder sowas? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, die einfach hier so stehen zu lassen. Ich meine, so ein, wie gesagt, eine massive Goldstatue ist bestimmt, zieht bestimmt ein paar Diebe an. Und hier haben wir ein paar Glühwürmchen. Die sind wirklich hell. Da können wir eine Lampe mitbauen und hier haben wir einen Stumpf. Hey, ein Stumpf! Danke für die ausführlichen Informationen. Aber wir haben nichts, wo drin wir irgendwelche Glühwürmchen fangen könnten, selbst wenn wir wollten. Also, hier haben wir Elaine. Okay, dann gehen wir mal als nächstes hier in diese Bucht. Und jetzt sind die Haie da. Mist. Kommen die auch hier hin? Okay, hier haben wir ein verwittertes Schild. Und hier geht's nicht lang, aber da geht's hoch. Okay. Also es geht hier auf die Insel zurück und da irgendwo hoch. Fährlinie des verlorenen Walisers. Täglich unvergessliche Kreuzfahrten und Wahlbeobachtungsexkursionen. Der Waliser. Okay. Und ein Wegweiser? Können wir den nehmen? Nein. Können wir das Schild nehmen? Nein. Okay, wir können gar nichts nehmen. Und da geht's auch nicht lang. Also wir können da hoch zu diesem Haus, was da ist. Und hier haben wir einen Felsen. Es ist ein felsiges Stück Strand. Okay. Und ein Gummibaum. Sowas. Ich wusste gar nicht, dass es in der Karibik so viele Gummibäume gibt. Die haben sich hier angesiedelt. Und ein Ei. Von was ist das denn? Von ein paar Hühnchen? Es ist ein großes Ei, das unsicher auf dem Wipfel dieses Baums liegt. Okay, ich habe da so eine Idee, dass hier unten quasi das, der Bereich anklickbar ist, dass das hier ein Gummibaum ist und ein Ei, aber wir brauchen ja im Moment noch kein Ei. Wir gehen mal hier so lang, weil ich glaube nämlich, kommen wir hier auch noch hin, da möchte ich auch gerne hingehen. Und dann gehen wir zu dem Haus. Junge, ist das windig hier oben. Oha, der ist aber hoch. Und wir sehen die Haie. Okay. Hier müssen wir eine Laterne reinmachen, um den wieder in Betrieb zu nehmen. Können wir die Linse nehmen? Sie konzentriert das Licht zu einem Leuchtfeuer für vorbeikommende Schiffe. Sowas erfüllt einen Mann mit Stolz. Okay, können wir die mit ihr sprechen? Nein. Wir justieren die mal. Zum Glück muss ich sie nicht justieren. Okay, wir justieren sie nicht und wir haben hier den Spiegel. Können wir den nehmen?
Ich habe nichts, womit ich ihn ersetzen kann. Ach, da ist theoretisch ein Spiegel und jetzt keiner, oder was? Er ist zerbrochen. Ah, okay. Also sprich, um den wieder in Betrieb zu nehmen, bräuchten wir eine Laterne? Dahin würde der Leuchtturm strahlen, wenn er Licht hätte. Genau. Bei all diesen zerbrochenen Fenstern ist es kein Wunder, dass das Licht ausgeblasen wurde. Okay, also brauchen wir hier ein windfestes Licht, einen Spiegel, damit er wieder funktioniert. Frage ist natürlich, warum er wieder funktionieren muss, aber das werden wir auch noch herausfinden. Okay, gehen wir mal zu dem Haus. Oh, hübsch. Sehr einladend. Doch, doch. Und hier hinten ist ein Friedhof. Aber der war ja auch auf der Karte. Da gehen wir dann nachher hin. Oh, was haben wir denn hier alles? Wir haben Tiki-Laternen, okay. Zu sehen, wie diese Dinge angezündet werden, zaubert immer wieder ein Lächeln auf mein Gesicht. Laufen die mit Strom oder sind die alle einzeln angezündet worden? Hier haben wir so eine Art Bühne oder was das ist? Ah, eine Bühne, doch. Sieht aus, als wäre das eine ganz schöne Show gewesen. Aber schon Ewigkeit nicht mehr existent, oder was? Spüren Sie die Macht der alten Vulkangöttin in Griswold Meistersuppe präsentiert. Hochexplosiv, das durchdringendste Showgirl-Kabarett der Karibik. In der Hauptrolle Wilhelmine, Verführerin des Kraters. Abends um 7. Vielleicht können wir da hingehen. Dann haben wir hier ja die Bühne, okay, dann haben wir hier einen Grill. Okay. Dieser Grill ist zu kalt, um etwas zu kochen. Und ein Kochtopf. Es ist ein großer, schwer aussehender, gusseiserner Kochtopf. Da ist nichts drin, oder? Können wir den nehmen? Ich werde den schweren Topf nicht ohne Grund mit mir rumschleppen. Schade. Du schleppst doch sonst alles ohne Grund mit dir rum. Okay, ich glaube, dann haben wir hier alles gesehen. Und dann betreten wir mal das Innere. Wie viel Uhr haben wir denn? Wann fängt denn die Show an? Okay. Ah ja. Drink Grog. Drink Grog. Wir haben hier hinten eine Tür. Können wir da einfach mal durchgehen? Fangen wir nämlich von hinten einfach mal an. Be a Grog Man. Oh, cool. Was haben wir denn hier? Ein Käserad. Oh, ein recht kleines Käserad. Können wir uns das mal angucken? Extra großes Käserad für die ganze Familie. Ich glaube, aus diesem Zeug machen sie Nachos. Ah, okay. Können wir da was nehmen? Ich kann nicht das ganze Käserad aufnehmen. Nicht? Okay. Oh, ein Aktenschrank. Cool. Es ist mit Meistersuppe Familienaufzeichnungen beschriftet. Okay. Können wir das da irgendwie benutzen? Ich bin sicher, das ist nur ein Haufen juristisches Zeug, das ich sowieso nicht verstehe. Schade. Und einen Kühlschrank haben wir hier. Und was war das? Ach, ein Kühlschrankmagnet. Cool. Ach, guck mal, Big Whoop. Es ist ein Big Whoop Souvenirmagnet. Den nehmen wir doch direkt mal mit. Und können wir den Kühlschrank öffnen? Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Die Tiefkühleinheit öffnen? Ich möchte wirklich nicht wissen, was darin ist. Vielleicht irgendwas Leckeres. Okay, aber das ist hier so eine Art Lagerraum. Da haben wir, glaube ich, jetzt auch alles gesehen. So, hier sind wir jetzt wieder in einem hübschen Bar oder so. Da steht, sei ein Grogmann. Ja, das bin ich. Okay, was haben wir denn hier? Eine Nacho-Chips-Maschine. Ich wette, die ist noch nie gereinigt worden. Kann ich mit dir wetten. Und eine Gabel. Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Können wir die mitnehmen? Die Gabel steckt in all dem geronnenen Käse fest. Warte, habe ich die jetzt nehmen wollen? Die Gabel steckt in all dem geronnenen... Oh, so. Okay, aber hier gibt's sonst nichts, außer die Gabel und diese Nacho-Chips-Maschine, können wir was daraus essen? Dieser Käse sieht zum Essen viel zu alt aus. Ja, gebe ich dir recht. Was haben wir denn hier? Eine Wahrsagerin. Madame Xima? Madame Xima. Xima, Madame Xima, Madame Xima, Madame Xima! Hüterin der alten Künste des Wahrsagens und des Omendeutens. Herrin der Weissagung. Cool, Sie sind eine Hellseherin. Das und so vieles mehr. Die hat die gleiche Stimme wie die Voodoo-Lady. Okay, wir reden mal mit Madame Xima. Ich fühle eine dunkle Aura, die mich überkommt. Hallo. Bitte, sei leise. Kein Geschrei. Oh, mein Kopf.
Da hat einer einen Kater. Okay. Sag mir das Schicksal voraus. Sag mir mein Schicksal voraus. Sag mir mein Schicksal voraus. Sag mir mein Schicksal voraus. Ich glaube nicht, dass du etwas darüber hören möchtest. Doch, 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 doch. Es gibt Dinge, die ein Mensch besser nicht wissen sollte. Aber es gibt schon so viele Dinge, die ich nicht weiß. Ich will meine Zukunft kennenlernen. Nein, du bist nicht dazu bestimmt. Ich wette, du kannst das gar nicht. Das ist das Problem. Du kannst es nicht und hast Angst, dass jeder herausfinden wird, dass du nur eine Schwindlerin bist. Weißt du, ich könnte dich mit einem Fluch belegen, der jeden Bissen Nahrung, den du zu dir nimmst, in eine ausgehungerte Kakerlake in deinen Gedärmen verwandelt, die dir den qualvollsten Tod bereitet, den du dir vorstellen kannst. Okay. Also, wirst du mir jetzt mein Schicksal voraussagen oder nicht? Ich scherze nicht. Okay, okay. Weißt du irgendwas über den verlorenen Ring von Blood Island? Weißt du irgendwas über den verlorenen Ring von Blood Island? Ich spüre großen Kummer in Verbindung mit diesem Ring. Und einen großen Verlust in Form eines wunderschönen Diamantens. Wo ist der Diamant? Ich sehe eine dunkle Höhle voller bösartiger Männer. Und einen Ort des Todes. Eine dunkle Insel in Form eines gigantischen Totenkopfes. Okay, aber das ist nicht Blood Island, ne? Das hat ja keine Totenkopfform. Was steht für mich in den Karten? Ruhm, Glück, eine Romanze? Was steht für mich in den Karten? Ruhm, Glück, eine Romanze? Nun gut, ja. Wir werden die Karten befragen. Der Prozess, die Tarotkarten zu lesen, ist sehr kompliziert. Jede gezogene Karte sagt ein kommendes Ereignis in deinem Leben voraus. Okay, ich bin gespannt. Wenn man sie zusammensetzt, erzählen sie die Geschichte deiner Zukunft. Eine Zukunft, gefüllt mit überraschenden Wendungen und... Ah! Ach du meine Güte, hör auf zu schreien! Was ist los? Ist das ein gutes Ah? Es ist der Tod! Im Tarot bedeutet Tod nur Veränderung, nicht wahr? Ich meine, das ist nichts, was einen beunruhigen sollte, oder? Ja, sicher. Was immer du sagst. Nun gehe bitte. Aber ich möchte noch mehr über meine Zukunft herausfinden. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir noch einmal die Tarotkarten, meine Güte. Da kann etwas nicht stimmen. Leg mir noch mal die Tarotkarten. Dein Schicksal kann man nicht falsch verstehen, Guybrush. Die Karten lügen nicht. Aber wenn du unbedingt darauf bestehst... Und wieder einmal, es ist der Tod! Oh, okay. Nochmal bitte. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Ich fühle mich, als hätte ich jetzt mehr Glück. Leg mir nochmal die Tarotkarten. Mit Glück hat das hier nichts zu tun, Guybrush. Es ist dein Schicksal. Wie auch immer, lass sehen, was die Karten diesmal sagen. Die Karte bedeutet Tod. Bist du sicher, dass du nicht vom Boden des Kartenstapels gibst? Erinnerst du dich an den Fluch, von dem ich dir erzählt habe? Okay, okay. Okay. Gib's mir. Gib's mir. Tod. Wie viele von diesen Karten hast du eigentlich? Eine. Okay. Wie wär's denn damit, mir nochmal die Tarotkarten zu legen? Dies ist das Werk des Bösen, Guybrush. Das Schicksal hat sich gegen dich verschworen. Und kein Mensch kann dagegen etwas unternehmen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Okay, ich habe verstanden, was du meinst. Wirklich. Nur noch einmal für Guybrush. Lass mich raten. Tod. Verlasse diesen Ort. Hä? Du bringst uns alle in Lebensgefahr. Deine Gegenwart wird uns nichts als Krankheit, Verderben und Tod bringen. Oh ja? Nun... Dämon! Dämon! okay. Können wir mit dir noch weiterreden? Madame Xima, ich... Hinfort! Du wirst allen, die dich umgeben, den Tod bringen. Das kann nichts Gutes hervorbringen. Aber wir tun noch keiner Fliege was zu leid. Okay, dann klauen wir uns eben die Tarotkarten. Sind schließlich meine. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh, dann sind die Prophezeiungen also wahr. Wo? Ich sehe nichts. Er muss fortgelaufen sein.
Dies ist ein sehr schlechtes Omen. Ein dreiköpfiger Affe. Okay, Moment. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hier hin in die Richtung. Und was haben wir denn hier? Oh, eine Vase. Das ist bestimmt das Interessanteste hier. Ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre es später. Okay, da ist noch mehr Porzellan. Porzellan. So, und was haben wir hier? Ein Porträt mit einer hübschen Lady. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Ein kleiner Tipp. Im Laufe des Spiels verändert sich dieses Bild ein wenig. Also ihr könnt ja mal einen Blick drauf halten, was sich da so tut. Okay, was haben wir denn hier? Ein Kissen. Das nehmen wir doch. Das braucht doch keiner hier. Cool. Und ein Spucknapf. Eklig. Den nehmen wir auch mit. Ich schleppe nicht mehr die Spucke anderer Leute mit mir herum. Aus dem Alter bin ich raus. Das ist schön, das freut mich ungemein. Und man beachte hier diese schönen grünen Flecken drumrum. Okay, was haben wir da? Ein Spiegel. Können wir den mitnehmen? Nein, fass das nicht an. Oh, mein Kopf. Ach, das kriegt er dann mit. Okay, Gewürzgurken. Können wir die mitnehmen? Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Echt? Gewürzgurken? Oh, ein Rezeptbuch. Das nehmen wir mal mit. Das können wir uns ja gleich mal angucken. Dann haben wir hier den Barmann. Ein Schild. Da, ein Schild. Okay. Kein Ausweis, kein Grog. Nur ein weiteres Beispiel für die Unterdrückung der Menschheit. Echt mal unverschämt. So, dann haben wir ein Schiffsbild. Ein Bild der MS Klabautia Schiffer. Oh, welch wunderbares Schiff. Was? Okay, Broschüren. Oh, über Blood Island. Er ist voller Big Whoop-Broschüren. Der Ort für Piraten und Möchtegern-Piraten. Okay, was ist denn Big Whoop? Achso, das war ja dieser... Okay, das können wir uns gleich auch mal angucken. Und ein leeres Glas, das nehmen wir doch direkt mal mit. Hör bitte auf, daran herumzufummeln. Ich schwöre, ich werde nie wieder trinken. Was ist denn das für ein Glas? Ist das ein... Da steht, Ihre Trinkgelder sind willkommen. Okay, ein Trinkgeldglas. Und der Typ hat offensichtlich einen unglaublichen Kater. Können wir mit dem reden? Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Okay, er braucht einen klaren Kopf. Wir müssen ihn also, weiß ich nicht, irgendwas zusammenbrauen, was ihn von seinem Kater befreit. Das machen wir dann in der nächsten Pause, denn diese... Ach, in der nächsten Pause, sag ich schon. In der nächsten Folge, denn diese Folge ist zu Ende. Wir sehen uns. Ciao.